Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesn News. Heute geht es um gleich 11 neue Objektive für Nikon, also eine ganze Attacke. Ein Objektiv, das jeder von uns haben will, das es leider scheinbar doch nicht kommt, was aber super beliebt bei euch ist, weil ich schon ganz viele Kommentare dazu gekriegt habe. Es gibt was Neues von Leica, super spannende Videoserie über Fotografen, nicht von mir, ein Lux auf der Jagd und diverse andere Themen, also es bleibt spannend, es ist für jeden was dabei. Nikon übernimmt Red, war so ein bisschen vorletzte Woche die Schlagzeile der Woche. Für die allermeisten von uns ist das aber irrelevant. Red ist eine Firma, die machen Filmkameras, so für professionellen Filmeinsatz. Und Nikon hat die halt übernommen. Die hatten schon öfter mal so ein bisschen Patentstreitigkeiten. Und das hat Nikon sie halt einfach aufgekauft. Ich weiß nicht, was da auf dem Golfplatz gelaufen ist bei den CEOs, ob irgendwann einer gesagt hat, so komm jetzt, da habe ich die Nase voll, jetzt kaufe ich euch. Ob das Auswirkungen für uns haben wird im Sinne von Nikon-Kameras, noch mehr Filmfunktionen und so weiter, weil sie Technologien verbinden oder Patente halt, ist ja häufig auch gar nicht eine Frage der, was kann ich machen, sondern eine Frage des, was darf ich machen wegen Patenten. Also kann natürlich sein, dass da ein bisschen was kommt, das wissen wir aber im Moment nicht. Wildrox bringt 11 Objektive für Nikon. Ich verlinke das. Also wenn du Nikon Z-Mount hast und Wildrox-Objektive haben willst, dann kommt da demnächst eine ganze Menge auf dich zu. Positiv gemeint. Dann von Sony war ein Gerücht um, dass sie ein 24-70-2.0 rausbringen. Das ist wohl falsch, wobei, you never know, ne? Habe ich einen Post gemacht auf zielfoto.com und da waren super viele Kommentare von euch im Sinne von, oh ja, ich weiß, so teuer und so, aber das will ich haben. Und klar, wenn ich Hochzeitsfotograf bin oder Filmer bin oder Hochzeitsfilmer zum Beispiel, 24-70-2.0, guck mal, was du jetzt in der Fototasche hast. Du brauchst nicht mehr zwei Kameras. Ne? Hast du noch eine Kamera, weil 24-70 und dann noch irgendwas Teliges dabei für die Teleshots, die du vielleicht noch nachher machen willst. Aber da hat man ja selten Situationen, wo man sagt, ich brauche wirklich, keine Ahnung, 16 bis 200 und ich muss zwei Kameras haben. Also wahrscheinlich kannst du einen Buddy sparen und dann ist das, der Preis von dem Objektiv, egal wie hoch der wäre, ja plötzlich gar nicht mehr so interessant. Und natürlich so, du sparst dir ein paar Festbrennweinen. Weil 2.0 und 2.8 ist schon nicht das Gleiche. Gerade Hochzeit, irgendwo in der Kirche unterwegs, wenig Licht, willst nicht blitzen. Standesamt, häufig auch dunkel, bewölkter Tag hier in Norddeutschland. Also ich habe sofort gesagt, will ich haben. Ist mir zu teuer, ohne zu wissen, was es kostet. Ist mir zu schwer, ohne zu wissen, wie schwer es ist. Aber haben wollen? Auf jeden Fall. Ich sage nur das 28-70-2.0 von Canon, dass der Felix, der dabei hat auf dem Alpentrip, wo wir alle super neidisch drauf waren, war ein mega gutes Objektiv. Wenn man es nicht selbst bezahlen muss und den Felix hat, der es einem trägt. Ne? Naja, also letzter Stand ist, kommt wohl leider doch nicht. Sehr wohl kommt, tut aber Leica die SL3, die hatten mich auch eingeladen, sind auch diverse YouTuber auch hingekommen zu Leica und konnten sich das dann halt vor Ort anschauen. Ich habe es abgelehnt, weil es war eine mehrtägige Aktion. Ja, ich war nicht mehrere Tage zu Leica. Weil die Zielgruppe einfach viel zu klein ist. Nicht, weil mich die Kamera nicht interessiert und auch nicht, weil die nicht gut ist. Die wird sicherlich gut sein. Aber Zielgruppe unter euch ist halt super klein. Und dementsprechend lohnt sich den Kosten-Nutzen für mich nicht. Spannender hingegen ist, dass Leica gerüchteweise an einer eigenen Kompaktkamera arbeitet, so im Sinne von Fuji X100, nur halt eben von Leica, als APS-C-Kamera tatsächlich auch. Die haben ja über die Jahre immer mal wieder auch so Panasonic, Leica in enger Kooperation Kameras, wo man nicht so genau weiß, wer baut da eigentlich was oder wer entwickelt was. Also kann sein, dass da demnächst was kommt. Muss mal gucken, ob das tatsächlich nur Leica draufsteht. Das gab es ja auch schon, dass es dieselbe Kamera war wie Panasonic, nur Leica halt drauf gebrandet und ein paar hundert Euro mehr. Müssen wir abwarten, aber sicherlich spannend, weil dieser Markt für diese Kompaktkamera, der ist ja super, super erfolgreich, wie Fuji immer wieder zeigt. Und alle anderen versuchen das so ein bisschen nachzumachen und machen es aber dann anders, weil sie wollen es anders machen und nicht zwingend besser. Ich nenne keine Namen, die mit N anfangen. Von so her sicherlich interessant für den einen oder anderen, zumal dann halt auch die Verfügbarkeit bei Leica auch schlecht ist, klar, aber wenn es zwei so begehrenswerte Kameras gibt, dann vielleicht doch. Und ich habe gleich noch, bringen wir das gleich hinter, ich habe gleich bei den Stories der Woche, da habe ich dann auch noch einen interessanten Hinweis. Und dann, speaking of Fuji, die Fuji China 2024, das ist ein Event in Berlin, da kann man mich treffen unter anderem, der ist am 6. April, da bin ich da, mache einen Vortrag. Und da sind noch andere, der Kollege Krollop zum Beispiel ist da oder die Elke Vogelsang, die lustige Tierfotos, also Hundefotos vor allem macht. Ich kenne sie nicht, ich habe nur mal mit ihr telefoniert, wir wollten mal einen Podcast machen, dann ist das irgendwie ins Wasser gefallen und irgendwie haben wir uns aus den Augen verloren. Ich werde sie mir schnappen, vielleicht machen wir mal einen Podcast endlich. Sie geht nicht so gerne vor die Kamera, deswegen war das ein bisschen schwierig, aber vielleicht kriege ich sie überredet, dass wir mal was zusammen machen, weil die ist, glaube ich, sehr, sehr nett und macht sehr witzige Bilder. Also 6. April,
In Berlin kann man mich sehen. Ich weiß nicht, ob ihr freie Plätze habt. Das müsstest du eigentlich selbst prüfen. Dann super lustiges Foto, also lustig eigentlich gar nicht so unbedingt. Jedenfalls ein Beitrag. Der Fotograf hat sich ein bisschen wichtig gemacht, bla bla bla, egal. Aber die Story ist, der hat vor ein paar Jahren von National Geographic ein Foto gemacht und es ging darum, CDs waren so ein bisschen neu. Man kann auf CDs Daten speichern. Wie viel passt denn eigentlich da drauf? Wie viele Dokumente? So, und dann wollte er zeigen, dass da halt irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Blätter raufpassen und hat halt eben 100.000 Blätter genommen und die übereinander gestapelt und den Bill Gates oben raufgesetzt und es gab Probleme, weil der angeschnallt sein sollte und nicht durfte und so, pipapo. Ich verlinke das, jedenfalls lohnt sich total, da mal hinter zu gucken, weil halt auch so ein bisschen so dieses, das sind halt super spannende Projekte und man hat so eine Idee, wie zeige ich, wie viel Papier passt auf eine CD. Da muss er erstmal brainstormen. Da war es scheinbar eine betrunkene Idee, so wie er das sagt. Und dann das umzusetzen, Kran, Pipapo und so weiter. Bill Gates anrufen, willst du nicht für ein Fotoshooting und so. Also Aufwand. Und dann ging es nämlich darum, dass er Geld dafür haben will, für die Fotos, wenn die irgendwo gezeigt werden. Was auch total berechtigt ist, weil jeder sofort versteht, ja, okay, das war jetzt kein Schnappschuss, sondern da war wirklich ne, Tage Arbeit drin. Und von so auch gerechtfertigt, dass man da natürlich Geld vernimmt. Also super interessant. Speaking of National Geographic, die haben eine Videoserie gemacht über Fotografen, hatte ich neulich schon mal angekündigt. Die ist jetzt einzusehen. Ich habe sie noch nicht geschaut. Auf Disney Plus zum Beispiel gibt's das. Aber werde ich die nächsten Tage mal anschauen. Der Trailer ist jedenfalls schon mal hammergut. Da sprechen wir dann in 2 Wochen drüber, ob es auch wirklich gut war. Und währenddessen kannst du ja vielleicht auch reingucken. Also ich glaube, das macht sehr Motivation auf Fotografieren. Ebenfalls Lust auf Fotografieren macht das Foto. Ein Luchs auf der Jagd, habe ich sehr gelacht. Weil Katzen, jetzt kenne ich mich mit Luchsen nicht aus, aber Katzen sind ja generell wasserscheu. Ich gehe davon aus, dass das auch für Luchse gilt. Und der also jedenfalls auf der Jagd lag. Und der Fotograf, Foto des Lebens, ne, so ein bisschen erwischt man einen Luchs im Sprung, wie ein Vogel fängt im Wasser. Also er natürlich sehr stolz drauf und cooles Foto. Interessant vor allem auch. Also so, ja, nie drüber nachgedacht. Wie so ein Graureiher, wenn der am Wasser sitzt, muss der Angst haben vor Fuchs und Luchs und so? Ja, muss er, offensichtlich. Also jeder Tierfotograf denkt sich, verdeckst so einen Shot will ich auch machen, oder? Also wenn ich Tierfotograf wäre, würde ich sowas auch haben wollen. Ganz was anderes, aber aktuell anders so ein bisschen. Touchscreen im Auto, nicht wirklich überraschend, Touchscreen im Auto ist gefährlich, das wissen wir alle so ein bisschen, aber immer mehr Autos haben das, also die neuen Autos sind ja mehr Handy als Auto und es gibt einen Safety Rate, also Sicherheitsstandard in Europa und die wollen künftig das berücksichtigen und wer zu wenig Knöpfe hat und zu viel Touch hat, der kriegt kein Top-Rating mehr. Das finde ich mega gut, weil tatsächlich, ich habe den Tesla Model Y, ich war gestern Abend in Frankfurt, so ich bin spät abends nach Hause gefahren, es hat geregnet, 4,5 Stunden auf der Autobahn. Und ich war im Volvo, wir haben einen Volvo V60 und halt eben den Tesla. Und ich war so froh, dass ich den Volvo hatte, weil ich eigentlich lieber mit dem Tesla fahre, aber nur, wenn es nicht regnet. Die Sicherheitssysteme funktionieren teilweise bei Regen nicht. Immer wieder habe ich Fehlermeldungen bei Regen, weil in Kalifornien entwickelt, ne, die kennen sich mit Regen nicht so aus. Und vor allem haben die keine Steuerung für den Scheibenwischer. So, kurz drüber nachdenken. Scheibenwischer. Drehen. Ich weiß auswendig, wie ich mal mein Volvo drehen und schalten und so weiter. Ich habe diverse Modi natürlich, weil 4,5 Stunden auf der Autobahn, mal mehr, mal weniger Regen, mal gar kein Regen, nur nasse Fahrbahn, dann kommt ein LKW, dann wieder alles nass. Also du bist ja ständig am Fummeln an dem Regler. Und wenn du das immer Tempo 140 im Dunkeln auf der Autobahn und musst es am Touchscreen machen, das ist nicht sicher. Und der Tesla hat ein Top-Sicherheitsrating. Und meiner Meinung nach ist es ein sehr unsicheres Auto. Wenn ich das vorher so gewusst hätte, wie doll das ablenkt, vor allem der Scheibenwischer, hätte ich den nicht gekauft oder geleast, ganz ehrlich. Weil ich mich nie wirklich sicher fühle in einem Auto, wenn es anfängt zu regnen. Auf trockener Fahrbahn ist alles gut, aber weil es alles kameragesteuert und das geht halt einfach im Dunkeln auch bei Regen nicht richtig. Und die Touchbedienung. Nebenbei, es gibt sexy Buttons, habe ich mir installiert. Dann hast du so Knöpfe. Und über die Knöpfe kann ich den Scheibenwischer steuern. Das klappt meistens, aber nicht immer. Frustrationsgrenze, ne? Irgendwie, ja, Frustrationspotenzial. Nebenbei habe ich gestern auf der Autofahrt Podcast vom Spiegel. Ein Interview gemacht mit jemandem, der beschäftigt sich mit Generation Z und so weiter, Generation Alpha, wusste ich nicht, es gibt eine Generation Alpha, das ist meine Tochter. Und Frustrationstoleranz ist nicht mehr da bei jungen Leuten und schuld sind wir Eltern, weil wir die Kinder verhätscheln und so. Und da habe ich ein paar Mal gesagt, ja, ich fühle mich schuldig, im Sinne von, wir machen zu viel für die Kinder und nehmen sie zu sehr an die Hand und so weiter. Also mache ich die Story gleich weiter. Ich war ja gerade im Urlaub und wir waren ein paar Tage in so einem Familienhotel. So, Familienhotel mit Buffet und 3-mal am Tag Buffet halt und so weiter, viele Kinder.
Und also wirklich erschreckend. Beim Frühstück, Familie sitzt da, Mama, Papa, Handy in der Hand, zwei Kinder, jeder ein eigenes Tablet in der Hand oder vor der Nase halten. Einer spielt Computer, einer guckt ein Video, keiner redet mit keinem. Und nicht ein Einzelfall, sondern sag mal, die Hälfte der Familien, würde ich denken, haben mindestens ein Kind die ganze Zeit ein Handy vor der Nase beim Essen. Gibt's bei uns nicht. Also ganz, ich bin auch, ganz so schlimm ist bei uns noch nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Also wirklich. Wie kann man das sagen? Also so quasi, ja, das Kind ist ruhig gestellt. Ich kann in Ruhe essen, okay. Und mit meiner Frau sprechen will ich sowieso nicht. Dann habe ich, ne? Oder verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Na gut, aber es ist scheinbar die neue Welt. Die Idee von dem Podcast war nämlich so ein bisschen, da kommt eine Generation auf uns zu, die halt noch viel schlimmer ist als, schlimmer in Gänsefüßchen, ne, als die aktuellen jungen Leute, weil die noch mehr verhätschelt sind und absolut gar keine Frustrationstoleranz mehr haben. Zum Beispiel sowas, ne? Weil die Idee ist ja wahrscheinlich, ich gebe meinem Kind das Handy, damit das Ruhe gibt und ich Ruhe habe und damit er kein Theater macht. Ja, ne? Also irgendwie die Backpfeife wieder einführen ist vielleicht doch auch eine, nein, darf ich auch nicht sagen, ne? Aber ich bin anders erzogen worden und es hat mir nicht geschadet. Na gut. So, zurück zum Fotografieren. Stories der Woche. Bei uns auf zielfoto.com gibt es Stories, nicht vergessen. Da habe ich was Cooles rausgesucht und zwar die Schildkröten. Tatsächlich war da jemand unterwegs, es gibt ja immer so Projekte, wo man Schildkröten helfen kann halt. Das Problem ist ja immer wieder, dass die schwimmen irgendwo hin, also die Meeresschildkröten schwimmen irgendwo hin, legen ihre Eier und die Eier werden geklaut und dann gibt es irgendwann keine Schildkröten mehr und es gibt halt immer so Hilfsprojekte, die da halt eben die Schildkröten Eier einsammeln und woanders dann auf einem geheimen Ort dann eben ausbrüten lassen. Und der Joris Machholz war also dabei, ein paar coole Fotos gemacht im Dunkeln und halt eben hat er also geholfen, die Eier da zu transportieren. Also interessante Story und auch tatsächlich gut gelungen, also tatsächlich und gut gelungene Fotos. So, also ist auch gar nicht so einfach. Wie machst du das im Dunkeln und dann eben mit Rotlicht in dem Fall halt von den Taschenlampen und so weiter. Also ist gar nicht so einfach technisch. Und hat sich sicherlich auch vor ein paar Gedanken gemacht, wie macht man das und so weiter. Also unbedingt mal in die Story reingucken und nicht vergessen, man kann Stories auch liken. Also gerne auch ein Like da lassen. Und dann haben wir noch den Stefan, der, und das bezieht sich jetzt auch ein bisschen auf vorhin, Fuji und so weiter, total witzige Idee eigentlich, der hat eine Fuji X100S genommen, also eine Vorgängerversion von der aktuellen Fuji, und hat sich eine neue Kamera gekauft und gefragt, was machst du mit der alten, verkaufst sie, und er hat sie umbauen lassen auf Infrarot. Er hat leider nicht geschrieben, Stefan, falls du das hörst, schreib doch gerne einen Kommentar, wo du das machen lassen hast und was genau du gemacht lassen hast, weil man kann Kameras umbauen, dass sie nachher Infrarot fotografieren können. Finde ich eine total coole Idee, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das mit so einer Fuji zu machen, einer älteren halt, ne, weil dann ist es total so quasi so, ja, die ist mir jetzt zu alt, die nutze ich nicht mehr, aber dann würde ich sie andauernd nutzen, weil total spannend und relativ klein, kompakt und 35 mm, flexibel und so. Und das Problem von den älteren Fujis war halt der schlechte Autofokus. Aber das ist für Infrarotaufnahmen, Landschaft ja völlig irrelevant. Also wertet die Kamera megamäßig auf, bin ich der Meinung. Liebes Fuji-Team, denk mal über sowas nach. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann Infrarotfilter vor die Kamera parken. Das geht bei digitalen Kameras ja, nein, vielleicht so ein bisschen. Schwierig, kannst mal googeln. Und man kann die aber umbauen lassen. Und dann gibt es aber verschiedene Filter, die man machen kann. Ich kenne mich damit nicht aus. Mal googeln, gibt es Leute, die sich damit auskennen. Und eventuell auch der Stefan, weil der hat ein cooles Bild dazu gepackt und ist also offensichtlich zufrieden mit seiner Infrarot X100S. Ich wette, die Hälfte von euch fängt es an zu googeln, oder? Wie macht man das und so weiter? Also Stefan, lass gerne einen Kommentar da. Also coole Idee. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Weil ich habe gerade eine Fuji X100T verkauft, also wirklich schon ein bisschen älter. Auch nicht viel Geld für genommen. Und die hätte ich, also wenn ich die noch hätte, hätte ich tatsächlich, glaube ich, hätte ich das mal ernsthaft angeguckt. Das ist gar nicht so teuer. Also ich habe gerade geguckt, mal so um 300 Euro der Umbau. Und wenn du dafür die Kamera, die sonst nicht mehr benutzt, dann wieder benutzt, ne? Kann das ein interessantes Thema sein. So, und dann noch ganz kurz, nicht ganz kurz, sondern ganz wichtig natürlich auch für mich. Das Tiere-Magazin ist jetzt im Verkauf. Ich hatte es neulich ja schon mal in die Kamera gehalten. Wirklich tolle Beiträge dabei von diversen Tierfotografen. Also zum Beispiel Insekten-Makrofotografie gibt es dann Tipps, wie kann man das machen, dass man, weil das Problem mit Makro ist ja immer, du hast immer zu wenig Licht, weil du die Blende zumachen musst, also wirklich nah am Makro. Und da hat er hier also zum Beispiel erklärt, wie er das gemacht hat. Dann haben wir einen Beitrag, den ich total cool finde. Der fotografiert Vögel bei sich im Garten und also mega cool, also so eine super einfache Idee, wie er das hinkriegt, dass er immer einen tollen Hintergrund hat. Ja, ja, also schlägst du ein Handy über den Kopf, warum kommt da nicht jeder drauf? Habe ich aber noch von niemandem gesehen. Also total einfach, kann jeder machen, der einen Garten hat. Oder natürlich
Daniela Graf, das Coverfoto, mega gut. Auch total einfach zu machen, habe ich sofort gesagt, das will ich dieses Jahr machen. Letztes Jahr hatte ich den Artikel schon, es gab aber keine Insekten bei uns, weil so ein bisschen Insekten ausgefallen sind. Also sehr verschiedene Sachen, Eisvögel natürlich, etc. Gibt es also bei uns im Shop. Es gibt es jetzt reduziert, Vorverkauf und so weiter. Und nach Ostern, ab 1.4. dann der reguläre Preis, also jetzt zuschlagen. Wir bemühen uns, die dann auch zeitnah zu verschicken. Das wird ein paar Tage dauern, weil jetzt ja hoffentlich ganz, ganz viele Bestellungen reinkommen. Und aber ein paar Tage, nicht ein paar Wochen oder Monate, weil ich kriege immer wieder Anfragen. Vor 5 Monaten habe ich was bestellt, das ist nicht angekommen oder so. Und dann gucke ich nach und ja, du hast gar nicht bezahlt und wurde gar nicht verschickt oder wie auch immer. Das ist tatsächlich ein Thema, hin und wieder passiert das, wenn du mit PayPal bezahlst. Funktioniert das eventuell nicht so ganz mit der Übertragung der Adresse und so, also geht eigentlich immer, aber wie das so ist mit Technik, manchmal halt nicht. Und dann habe ich eine Bestellung im System ohne Daten, auch keine E-Mail-Adresse. Also ich kann mich nicht bei dir melden. Das heißt, ich habe einen Zahlungseingang, manchmal, manchmal nicht, Zahlungseingang. Du siehst, du hast bezahlt und wunderst dich, dass kein Magazin kommt, aber ich kann dich nicht kontaktieren. Also total doof. Und wenn du das merkst nach ein paar Tagen und dich meldest, dann kann ich die Bestellung, also gibst du mir die Adresse, dann trage ich die Bestellung ein, erzeuge eine Rechnung und so weiter. Sonst storniere ich die halt und zahle das Geld zurück. Aber total doof, ne? Also es hängt dann so in der Luft. Und vor allem ist es doof, wenn du dich dann erst nach 3 Monaten meldest. Also ein paar Tage bei uns, nicht ein paar Wochen oder Monate. So, also das war das. Und nicht vergessen, innerhalb Deutschland ab 50 Euro Versandkosten frei. Also vielleicht noch ein Tierebuch von Chris dazu nehmen. Und schon bist du über den 50 Euro und hast gleich doppelt Spaß. So, das war's ein bisschen. Vielleicht nur ganz kurz. Ich habe also jetzt 2 Wochen mal mich total zurückgezogen, so ein bisschen mit der Familie viel Zeit verbracht und halt eben fast gar nicht auf Instagram geguckt, fast gar nicht in E-Mails geguckt und so weiter, was ja so gar nicht mein Ding ist, ne? Aber naja, ich habe gelesen, das soll man hin und wieder machen. Ja, ich bin ganz froh, dass ich wieder hier bin. Nicht, weil ich nicht gerne Zeit mit meiner Familie verbringe, das mache ich aber sowieso sehr viel, sondern weil mir das halt immer zu langweilig ist. So, irgendwie, oh. Ja. Ja. Nämlich Workaholic. So, also ich bin froh, dass ich wieder da bin und viel arbeiten kann. Es kommt auch so unheimlich viel. In 2 Wochen bin ich unterwegs mit dem Felix, mit dem Sebastian und mit dem Matthias Koch. Wir 4 gehen auf Tour. Alles Weitere kommt dann demnächst. Ja, das wird wieder sehr, sehr spannend. Also schon mal parat machen. Kommt aber erst nach Ostern dann. Also, bleibt gesund. Schöne Ostern. Bis nächste Woche Ostern. Ja, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.